Auch Glück bringen will gelernt sein. Und also erst die 6, also 49 Kugel. Und dann stehe ich ein bisschen so für die Superzahlkugel. Studio 3 des Hessischen Rundfunks am gestrigen Nachmittag. Generalprobe für die abendliche Show. Bei 35 Millionen im Jackpot verlieren schon mal gestandene Mitarbeiter der Lottogesellschaft die Kontrolle über die Kugeln des Glücks. Was ist jetzt gerade passiert? Ah ja, weil ich mir den Kopf weggenommen habe. Da liegt 36 noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt, der kommt ja gerade. Letzte Vorbereitungen auch bei einer Hamburger Tippgemeinschaft. So, da sind die wertvollen Stücke verwahrt. So, wollen wir mal gucken, ob wir das alles richtig gemacht haben. Also das war deine Reihe, das war Melanie, das war Stefanie, das war Herr Löwe, das war Frau Kalms, das war Yvonne, das war meine Reihe. Die Kreuzchenritter aus Passion ziehen in die Schlacht um den Millionen-Jackpot. Sie träumen von der Revolution in ihrem Leben, von Kreuzchen, die die Welt verändern. Sie brauchen nach uns, Sicherheit sagen. Nach uns keine Tipps mehr da anzunehmen. Da ich noch nicht getippt habe, schätze ich das nicht. Dann sparen Sie sich Ihr Geld. 20 Millionen fordern Woche für Woche das Glück heraus. Ein Land vereint im kollektiven Lottorausch. Diesmal geht es um den zweitgrößten Gewinn in der Geschichte des Samstagslottos. Wenige Minuten vor Annahmeschluss ist ein Kiosk am Hamburger Hauptbahnhof Endstation beim Run auf die Millionen. Ein Stratege im Lottokampf erprobt, gibt 2600 Tippscheine ab. Alle auf seinen Namen ausgestellt. Und wenn Sie jetzt heute Abend nicht gar nichts gewinnen, was ist dann? Ich gewinne immer. Ja? Aber was gewinnen, das weiß ich. Aha. Inzwischen wird dem schnöden Mammon sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehuldigt. Die Ziehung der Lottozahlen am Samstagabend ist mit Abstand die erfolgreichste TV-Serie. Hier sind die 6 Richtigen aus 49. Zu den 6 Richtigen gesellt sich seit Dezember 91 die neue Superzahl. Seitdem braucht die Hamburger Tippgemeinschaft 7 Richtige. Schon rein statistisch ein fast unmögliches Unterfangen. Durch die Anzahl der Möglichkeiten für die erste Zahl 49, für die zweite nur noch 48, 47 und so weiter. Und wenn Sie das sich ausrechnen wollen, dann kriegen Sie hier schon ungefähr 2500. Dann wären das dann schon 125.000 etwa. Ja, und das Ganze sind dann ganz viele Millionen. Wie viele ungefähr? Ja, so 15 Millionen Größenordnung wird das wohl sein. Genau weiß ich das auch nicht. Das reduziert sich hier jetzt ja noch dadurch, dass man die verschiedenen Reihenfolgen identifizieren muss. Aber wenn Sie gegen diese Anzahl Ihre eine Zahl setzen durch ganz groß, dann ist das Ihre Wahrscheinlichkeit. Und dieses ganz, eins durch ganz groß ist natürlich irrsinnig klein. Die Chance für 6 Richtige liegt bei 1 zu 14 Millionen. Matthias Klar aus Hannover schaffte dieses Wunder vergangene Woche und ist gleichzeitig der Pechvogel der Nation. Der Student erwischte den falschen Tippschein. So, das ist ein Lottoschein für das Mittwochlotto. Die Zahlen habe ich jetzt getippt. 3, 7, 20, 21, 38, 39, 43. Und das sind eben genau die Zahlen, die am Samstag kamen. Und da hätte ich eben den Jackpot geknackt. Das Ganze ist mir dadurch passiert, dass ich am Dienstag mit einem Freund hier Mittwochslotto gespielt habe. Also er wollte Mittwochslotto spielen und ich wollte eigentlich für Samstag spielen. Und da ich das erst gespielt habe, habe ich wohl auch leider einen falschen Schein genommen. Ein gelernter Kfz-Mechaniker hatte da mehr Glück. 1994 gewann er im Lotto. Du kannst vielleicht mal eben beim Diplomat die Haube aufmachen. Lack, Leder und viel Chrom, ein Lottoprinz im Luxustaumel. Der Mann aus Oldenburg hatte alles, was Millionen sich wünschen. Und dann 5,6 Liter, ne? Das ist natürlich V8. Von der Laufruhe und so her ist das schon was 100%iges. Vorstoß in eine neue Dimension. Den Kreuzen sei Dank. Ja, das Stück Papier habe ich immer bei mir. Habe ich in der Brieftasche. So. Das ist die Gewinnmitteilung hier. 2.729.513 Mark und 30 Pfennig. Das ist der Schein hier, der mir das große Glück gebracht hat.
Ja, das sind meine Stammzahlen hier und die anderen mache ich immer so frei nach Schnauze. Und die hier vorne, das sind die Glückszahlen hier. Das ist die 3, die 10, die 13, die 14, die 23 und die 28. Das sind die 2,7 Millionen, ne? Ist eine Rolex, kostet 30.000 Mark. Aber das ist bei 2,7 Millionen sind 30.000 Mark ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? 3 Jahre sind seitdem vergangen. Mittlerweile hat Lottokönig Bröers seine Residenz nach Lingen, Emsland, verlegt. In den offenen Strafvollzug. Die Autoleidenschaft wurde dem Mann zum Verhängnis. 50 Eintragungen in Flensburg. Ständiges Fahren ohne Führerschein. Ergebnis: 42 Monate Haft. Lebenstipps eines Lottokönigs. Ich würde jedem raten, der im Lotto gewinnt, das ganz für sich zu behalten und keine großartige Reklame damit zu machen. Weil das wird ein Bumerang, das Ding. Und nicht nur zum Guten. Geld macht eben nicht glücklich. Doch die Jagd nach den verborgenen Zahlen geht weiter. Dann wollen wir die Dinger erstmal zerreißen. Dann gehen wir wieder an die Arbeit und versuchen das nächste Woche nochmal. Denn ich hoffe ja, dass die anderen alle auch nicht getroffen haben. Die anderen tippen alle und dann machen wir nächste Woche den neuen Versuch. Ne? Und jetzt gehen wir wieder an die Arbeit. Routiniert stecken die Hamburger Lottozocker Rückschläge ein. Man ist hart geworden im Rennen nach Reichtum.